Was geht ab, liebe Leute? Willkommen zu einer neuen Folge von Batman Arkham Asylum in der Remastered PS4-Version. Schön, dass ihr wieder mit am Start seid und danke auch für euren Support, Leute. Ja, gerne weiter supporten, wenn ihr mehr sehen wollt von Batman. Da würde sich auf jeden Fall der Rächer der Nacht, ja, der Retter von Katzen, Hunde und Menschenbabys, der Typ, der sich gerne mit jungen, sexy, alleinstehenden Frauen umgibt, der würde sich freuen. Und Batman natürlich auch. Weiter geht's. Kann ja nicht sein, dass sie hier mit Batmans Auto ein bisschen Action machen. Was soll das werden, Jungs? Gar nichts mehr hier. Außer ein Nickerchen. Es gibt einen Vorrat an Explosivgeld im Kofferraum des Batmobiles. Explosivgeld. Harley hat das Auto zerstört. Sieht aus, als hätte es eine Rangelei gegeben. Ich muss die Gegend um das Batmobil absuchen. Da könnte ich einen Hinweis finden, wohin sie Gordon verschleppt hat. Zufälligerweise liegt es hier, seine Pfeife. Gordons Lieblingstabak. Gordon ist schlauer, als er aussieht. Er hat mir eine Spur hinterlassen, der ich folgen kann. Mieser Diss. Oracle, ich habe eine Pfeife gefunden. Darin sind die Initialen deines Vaters eingeschnitzt. Die habe ich ihm letztes Jahr zum Geburtstag geschenkt. Er würde sie niemals zurücklassen. Genau. Er hat mir eine Spur hinterlassen. Er lebt, Barbara. Nice. Die Sicherheitstüren sind verschlossen. Ich muss einen anderen Weg finden, um wieder auf Gordons Spur zu stoßen. Nice. Mit dem Explosivgel kann ich einen Weg freisprengen. Nice. Batman, nice. Nice, einfach nur nice. Die Pfeife hat sie ihrem eigenen Vater geschenkt. Naja, also, weiß nicht. Gibt es meiner Meinung nach bessere Geschenke, aber gut, wenn man sein Daddy darin unterstützen will, dass er weiter raucht, dann ja, dann kann man ihm auch eine Pfeife schenken, wa? Dann hier los! Wer liegt denn da kaputt geprügelt? Er kriegt nichts mit. Mann, sowas registriert man doch normalerweise im Augenwinkel. Aber. Auch wenn ich von gut dummer KI reden, wer Mafia 3 vielleicht gesehen hat oder so, da kann man von dummer KI reden. Leider, leider. Oder obwohl, da kann man von extrem dummer KI reden und hier vielleicht von ein bisschen ab und zu nicht so schlau. Batman, was ist los? Die Verrückten bewegen sich auf das Medizingebäude zu. Und was macht Joker? Er versucht, die Insel Stück für Stück zu übernehmen. Sieht aus, als wäre das Medizingebäude sein nächstes Ziel. Ist jemand aus dem Gebäude entkommen? Ich sah, wie ein Doktor versuchte, rauszukommen. Er wurde zerrissen. Ins Wasser geworfen. Er hatte keine Chance. Sie warten hier. Ich bin gleich zurück. Dum, 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 dum. Ey, das ist... Ich muss sofort an Bioshock denken. Die Spur führt zu nichts. Ich muss dahin zurück, wo ich Tabakspuren entdeckt hatte. Ey, Batman. Ach so, sorry, ja. Scheiße. Muss ich dem nachgehen, so genau? Ja, oder? Ich kann jetzt nicht einfach dahin laufen, wo ich sowieso hin muss. Hier sind die Spuren. So. Ja, wie gesagt, ich habe das jetzt, glaube ich. Ich glaube, das ist mein vierter, mindestens mein vierter Durchgang jetzt von einem Spiel. Ich hab's einmal privat gezockt, zweimal Let's Played, ja, doch, das vierte, der vierte. Cowabunga, Junge! Oh, er hat mich getroffen. Bam! Bam! Bam, Junge! Komm, diesmal bringen wir die Kombo zu Ende. Bam.
Jokerlein. Du bist schon ein toller Typ. Hey, verschwinde, Batman! Das ist meine Ich-Zeit. Wo ist Gordon? Würdest du es nicht gern wissen? Ich bin hier drüben. Oh, halt's Maul! Du dumme Kuh! Harley! Ah! Was macht er hier? Es ist zu früh! Tut mir leid, Süßer. Sei nicht sauer auf mich. Oh, du kleines Luder! Ich kann nie böse auf dich sein! Tut mir leid, Batman. Du musst einen anderen Weg finden. Ciao! Ich komme nicht durch das Sicherheitstor. Ich muss einen anderen Weg finden. Ach ja, was machen wir da bloß? Wir suchen einen anderen Weg, glaube ich. Ich glaube, das ist die Lösung. Ich bin mir nicht ganz sicher. Wahrscheinlich schon. Wenn mich das nicht alles täuscht, war noch der Weg hier oben irgendwo, oder? Ich muss dazu sagen, ich kann mich noch relativ gut erinnern, was hier alles passiert, aber an alles kann ich mich auch nicht mehr dran erinnern. Deswegen... Wo waren wir bis jetzt? Oder doch auf die andere Seite? Ich weiß es gar nicht. Warte mal. Mal ganz kurz auf die Map. War das nicht hier irgendwo... Ah, hier ist noch eine Trophäe. War es nicht sogar hier irgendwo auf dem Dach oder so? Dass da irgendwie so eine Holzwand ist, die man sprengen musste. War das nicht so? Ich weiß es gar nicht mehr. Irgendwo war das auf jeden Fall. Oder war das auf der anderen Seite? Nee, hier ist es doch, genau. Das meine ich doch, genau. Ja, ja, komm, mir kann niemand was vormachen, Mensch. Ich muss sagen, Batmans Charaktermodell ist ganz gut gelungen eigentlich. Mal abgesehen von den Gesichtsanimationen. Wenn er am Reden ist, der sieht aus wie so eine steife, komische Puppe oder so. Aber an sich vom Batsuit und so ist es schon ganz nice. Ja, also, ich meine das ernst. Gefällt mir. Durchsucht jeden Raum, jedes Büro und jeden Mülleimer. Wenn noch ein Arzt versucht zu fliehen und das Gebäude verlassen kann, dann habt ihr nicht so viel Glück. Ich liebe das Gehäuse. Und lasst euch da sterben. Obwohl, das klingt lustig. Das mache ich auf jeden Fall. Spitzenmäßig vertont einfach. Ich meine, Joker aus den Spielen im Original, also auf Englisch, ist natürlich auch, also ist schon eine Klasse für sich, wie Mark Hamill das gemacht hat. Absolut, der ist krank, der Typ. Lass mich! Sei still und geh mit den anderen da runter! Bewegung! Okay, ich hab's gehört. Ich geh schon. Warum braucht er die Ärzte? Ich muss sie retten. Warum braucht er die Ärzte? Ich muss sie retten! So, warte mal. Den hier. Geht es? Kann man? Nee, wahrscheinlich nicht. Leider nicht. Das umgekehrte. Oh, da. Nee, auch nicht, oder? Läuft er im Bereich lang, wo ich den grabben kann? Doch, ja. Hey, geh von mir runter! Sauber. Schnell weg hier. Wie immer natürlich. So, jetzt rennen sie alle hin, die Fischköppe. Da. Nur er nicht. Batman-Action vom Allerfeinsten hier. Also die Originalvertonung, also bei Joker ist natürlich, wie gesagt, extremst gut. Ey. Da wurde der Mark Hamill ganz gut gefeiert. Zu Recht auch.
sonst kümmere ich mich um eure. Ich muss sagen, im Großen und Ganzen ist die Vertonung auf Deutsch auch sehr gut. Also ich muss auch allgemein so, bei den Warner-Spielen ist es immer ganz gut. Ich habe mich da immer schon gefragt, ob das einfach vielleicht mit der Connection zusammenhängt, wisst ihr? Weil, ja, Warner Movies, Warner Games, lasst uns einfach mal schnell zusammenarbeiten. Ihr habt eh geile Sprecher. Und wenn man sich hier reinzieht, dass irgendwelche normalen Polizisten bisher im Spiel teils Stimmen haben von Gerald Butler, also Synchronstimmen und so weiter. Oder wie andere, wie ich in den Kommentaren gelesen habe, das ist doch die Stimme von Edward Kenway. Ja, richtig gut vertont. Original Stimme von Batman, also Christian Bales meine ich, zu der Zeit. Passt, ist einfach gut gemacht. So Jungs, ihr müsst euch jetzt trennen, ey. Obwohl bei zwei kann man eigentlich immer einen Battering werfen. Dann ist der eine ausgenockt, den anderen könnte man dann mit einem Gleittritt weghauen. Könnte man machen, ja. Ich rufe Dr. Fledermaus! Ich rufe Dr. Fledermaus! Ist da ein Dr. Fledermaus im Raum? Tja, Jungs. Batman. Geile Sau. Komm, wie machen wir das denn? Machen wir das jetzt so? Was für ein Krankenhaus ist das? Sieht mehr nach Folterkammer aus. Es ist besser! Der Raum ist soweit okay. Sie sind in Sicherheit. Ich weiß nicht, was passiert ist. Wir haben gerade unsere abendliche Runde gedreht, als auf einmal bewaffnete Gangster reinstürmten und uns als Geisel nahmen. War noch jemand bei Ihnen? Sie brachten jemanden in den Fahrstuhl. Ich weiß nicht wen. Offensichtlich wollten Sie nicht verfolgt werden. Der Fahrstuhl scheint abgestellt worden zu sein. Hier passiert Ihnen nichts. Wir schaffen das schon. Was ist mit den anderen? Wir haben Schüsse gehört. Sie könnten tot sein. Wir sollten hingehen und helfen. Oh, das habe ich vergessen. Dr. Kellerman war im Patientenuntersuchungsraum und Dr. Chen ist in den Operationssaal gegangen. Und Dr. Young ist zum Röntgen gegangen. Okay, bleiben Sie hier. Ich finde die anderen Ärzte. Batman hat uns gerettet. Ich habe nie an seine Existenz geglaubt. Geht's dir gut? Wir sind in Sicherheit. Batman hat uns gerettet. Kranke Scheiße, oder? Ey, was ist denn los hier? Okay. Die sind jetzt in aller Welt verstreut. Nur, wo war nochmal der Ausgang? Hier unten, wa? So, ja, also... Leute, es ist traurig, ey. Es ist traurig. Batman hat normalerweise eine deutlich bessere Remastered-Version verdient. Dass es immer wieder zum Ruckeln kommt und zur Stotterei und Framerate-Einbrüchen und so weiter, das ist nicht Batman-würdig. Verstehe auch nicht, warum die da so stiefmütterlich dran gehen. Das ist Warners größte Marke, also das verstehe ich wiederum auch nicht. Muss ich ganz ehrlich sagen. Also da habe ich schon deutlich bessere. Oh Mann! Wenn du ein Riesenmonster auf dich zurennen siehst, erschieße es. Oder du stehst als nächstes. Remastered-Version gesehen. Die Fledermaus! Bam, Junge! Steilischer Iro-Schnitt, du! Und weiter geht's. Boss, alles erledigt. Der Raum ist... Er ist hier! Los, Männer! Cash, was ist passiert? Es gab einen Alarm im Medizingebäude. Ich habe Schreie gehört und fand den Doc auf dem Boden vor. Als ich ihm helfen wollte, wurde der Raum mit Gas geflutet. Die Türen wurden verriegelt. Ich weiß nicht, wie lange wir durchhalten. Die Moon-Team klatscht für Mr. Cash in die Hände. Er kann eine gebrauchen. Wenn ich rauskomme, wirst du dich wohl machen. Immer locker, Kumpel, ich mach doch nur einen Scheiß.
Das haben wir verstanden. Ja, wir sind auf dem Weg, Cash. Wir sind auf dem Weg. So, warte mal. Wir müssen jetzt... das hier tun. Batman, kannst du das hören? Das Pult zeigt, dass Ventilator einen Sprung erhält. Solltest du nicht tot sein? Bitte, ich will nicht ins Gas fallen. Niemand will ins Gas fallen. Das ist, glaube ich, nicht so geil, ey. Warte mal, war das jetzt den... aber dann töte ich den. War das jetzt ihn reinschießen oder kommt das gleich erst? Also würde ich ihn ja töten. Ich würde ihn ja töten damit. Und wir sind ja kein Tötungsmann, sowas machen wir nicht. Aber da unten ist der letzte Schalter. Weiß ich gar nicht mehr. Ah ja, da kommen wir auch noch hin. So, die Klapperzähne nehmen wir nochmal mit. Was ist hier los? Mein Funkgerät ist ausgefallen, nachdem du Joker reingebracht hast. Ich weiß nicht. Keine Ahnung. Wir schießen ihn weg, der kommt raus und mehr Menschen sterben. Wenn ich nur eine Minute mit diesem Tier allein wäre. Warte mal, sind hier noch mehr Klapperzähne? Ja, hier. So, die nehmen wir auch mit. Die auch. Kostenlose Erfahrungspunkte. Kann man immer gut gebrauchen. Warte mal, wo ging es nochmal raus? Hier geht's raus. So, ein Arzt ist gerettet. Vielleicht schaffen wir sogar in der Folge alle drei. Das wäre ziemlich nice. Das Personal braucht meine Hilfe. Wir bitten alle Patienten, ruhig zu bleiben und sich langsam zurück in ihre Unterkünfte zu bringen. Unsere Ergebnisse haben zu Debatten geführt, ob die Psychose an sich neurotoxisch ist. Das Projekt Titan erlaubt uns die Fähigkeit des Einzelnen zu stärken mit solchen. So, okay, Leute. Kleine Unterbrechung. Batman! Sagen Sie nichts, Sie sind jetzt in Sicherheit. Aber das ist eine Falle! Ich weiß, aber nicht für mich. Es stimmt! Du bist wirklich der größte Detektiv der Welt! Wie hast du das gemacht, Bats? Oh, was zum Teufel! Geht da runter, Jungs, und seht mal, ob ihr herausfindet, dass ins Gesicht geschlagen wird. Ach ja, Jungs. Ey, was ist das denn gewesen jetzt schon wieder? Ich hasse das, wenn so dumm die Combo unterbrochen wird. Das lässt schön sein, du holst dir da keine Waffe. Da, das meine ich zum Beispiel. Sauber, den jetzt noch. Oh, nice. Locker flockig. Sei nicht so zufrieden mit dir, Bats. Bin ich aber. Ich wiege dich nur in Sicherheit. Stell dir das als eine Probe vor, der die Premiere folgt. Du wirst schon sehen. Es tut mir leid. Ich hab's versucht, dir zu sagen. Ich konnte nicht sprechen. Ganz ruhig. Sie sind in Sicherheit. Ich werde mit diesen Schmalspur-Gaunern fertig.
Schmalspur gaunern. So, jetzt können wir uns auch die Verbesserung gönnen. Was soll ich denn? Mehr Lebensenergie. Wenn man nicht weiß, was man holen soll, einfach Lebensenergie holen. Kannst du nichts falsch mitmachen. So. Denken Sie dran, ein glücklicher Patient ist ein ruhiger Patient. Ich bin nicht sicher, ob ich ein Geheimnis länger für mich behalten kann. Zu einer Party kommen auch falsche Freunde. Einer von denen hat Angst, dass du gehst. Moment. Ja. Oder die zu machen. Der andere. Nein, sag mir mal. Er wird genauso überrascht sein, dich zu sehen, wie du ihn. Als Amadeus. Jetzt ist, nee, warte mal, ich bin da lang, ne? Einrichtung aufbaute, haben nur wenige geglaubt, dass es einmal das beste psychiatrische Beurteilungs- und Rehabilitationszentrum werden wird. Jeder kennt die Geschichten der sogenannten Superverbrecher, die hier behandelt wurden, aber das ist nur die eine Seite der Medaille. Unsere aber gab es diese Vorhänge vorher auch schon? Fallen mir irgendwie ganz komisch jetzt auf. Irgendwie kann ich mich, na gut, wenn man sich an sowas nicht erinnern kann, ist ja jetzt nicht schlimm, aber... Ich komme mir ganz komisch vor gerade. Ernsthaft jetzt, Leute? Sind die neu? Alles okay. So, um irgendwie so ein bisschen die Physik zu zeigen. Oh, guck mal, wir können Vorhänge bewegen. Krass, oder? Schon wieder der Controller fast leer? Komm, die letzten paar Minuten musst du durchhalten. Beruhig dich, Controller, beruhig dich. Ich bin immer gut zu dir gewesen. Dich habe ich noch nie durch die Gegend geworfen. Wieso machst du das? Das können wir aber ändern. Gemacht, wie du wolltest. Sieh mich an. Glaubst du, das interessiert mich? Heul nicht und hör zu. Wenn sich dir jemand ohne Jokers ausdrückliche Genehmigung nähert, habe ich den Befehl, dafür zu sorgen, dass du sofort weggebracht wirst. Sieht so aus, als wärst du unser Druckmittel. Der Boss steht voll hinter der Sache. Alles wird wie eine Militäroperation geplant. Es gibt Freunde drinnen und draußen. Ich bin mir bewusst, dass dieser Job, wie du es nennst, Freunde erfordert. Was ich wissen will, ist, wieso du mich ausgewählt hast. Hat Joker speziell mich gemeint? Wieso lässt du mich nicht mit ihm reden? Wir können das sicher klären. Lady, ich muss dir nochmal sagen, ich werde dir wehtun. Verstanden? Halt endlich den Mund! Oh, bitte nicht! Oh, bitte nicht! Easy going. Was ist los? Sie unterhielten sich, als ob sie alles unter Kontrolle hätten. Stimmt es, dass Joker ausgebrochen ist? Leider ja. Aber nicht lange. Ich habe monatelang an Jokers Fall gearbeitet, bevor er ausbrach. Der Anstaltsleiter sagte damals, dass er Jokers Heilung wolle. Schlechte Nachrichten werden seine Bürgermeisterkampagne beeinflussen. Das ist das Kleinste seiner... Gott, ich habe fast vergessen, dass Sie sagten, dass Sie durch die Einrichtung zogen, um die anderen Ärzte zu jagen. Kein Problem, Doktor. Das gesamte Personal wurde gerettet. Sie sind sicherer, wenn Sie hier bleiben. Ich warte hier, aber bitte versuchen Sie, das so schnell wie möglich zu beenden. Das gesamte medizinische Personal ist in Sicherheit. Zeit, Harley Quinns und Gordons Spuren zu verfolgen. Ärzte in Not. Unser Personal ist hier, um Ihnen zu helfen. Ich habe Plätze an der Ringseite. Harley bringt vollkommen mit. Ich kann's nicht erwarten. Das ist doch schön. Amadeus Arkham. Okay, Leute. So, jetzt schauen wir mal ganz kurz. Jetzt müssen wir doch nochmal zurück wieder in den großen Raum und können jetzt durch den Aufzug. Genauso war das. Ja, aber wir sind schon wieder bei 24 Minuten. Hast du sie gefunden? Geht's ihnen gut? Ja, sie sind in Sicherheit. Batman, wir haben noch ein Problem. Ich muss zur Villa. Meine ganzen Forschungsnotizen sind da. Wir können nicht riskieren, dass sie Joker in die Hände fallen. Es ist nicht sicher, Doktor. Die Insel ist Kriegsgebiet. Sie hätten keine Chance. Das ist mein Lebenswerk. Du hast wirklich nicht die Berechtigung... Ich bring sie dahin, Batman. Wenn du mich fragst, ist es an der Zeit, mich zu revanchieren. Das gefällt mir nicht, aber... Wer hat den Fahrstuhl gerufen? Wir waren das nicht. Er kommt aus dem unteren Stockwerk. Cash, nehmen Sie Dr. Young mit. Holen Sie Ihre Aufzeichnungen und dann finden Sie einen sicheren Aufenthaltsort. Alle anderen gehen in den Beobachtungsraum und verbarrikadieren sich.
Der Boss sagt, er ist irgendwo hier drin. Schwärm auf! Wow, 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 Junge. Drei Stück nur. Ich hasse den Gestank von Kampfhäusern. Reißt ihn ein! Hab ich gesehen, ich muss weg. Schlag ihn kaputt. Normalerweise kann man doch, wenn man jemanden von innen greift, den auch schnell kaputt schlagen, riskiert aber, dass man einen hört, oder nicht? Ist es nicht ganz normaler Schlagknopf einfach, wo gut ist? Ich weiß gar nicht mehr. Anscheinend nicht. Ich hab Quadrat gedrückt, aber es ist nichts passiert, Junge. Es ist nichts passiert. Und alles wieder ruhig. Was für ein Krankenhaus ist das? Sieht mehr nach Folterkammer aus. So. Kommt der hochgejumpt oder so? Oder bleibt er da unten? So. Okay, hätten wir das auch geschafft. Und dann würde ich sagen, reicht es doch langsam für die Folge. Die ist viel zu lang eigentlich. Guckt doch eh keiner komplett. Warum machst du es überhaupt, Marcel? Ich meine, Sorbus, das darf niemand wissen, dass du machst. Warte mal, wenn ich jetzt hier runterfahre, gibt es glaube ich eine Cutscene. Ach komm, wisst ihr was, die nehmen wir auch noch mit. Scheiß doch drauf. Der Großteil guckt halt wirklich die Videos nicht zu Ende. Das ist halt immer sehr schade, aber gut. Ich habe mich in einer kleinen Metallkiste eingesperrt, die ungünstigerweise über einem tödlichen Abgrund hängt. Was sagst du? Soll ich die Notbremsen lösen und dich wie einen Sack Welpen fallen lassen? Sag gute Nacht, Bats. Bumm! Kleiner Scherz. Ich habe noch ein paar Überraschungen für dich auf Lager. Bereite dich darauf vor, dich deinen Ängsten zu stellen. Ich kein Crane. Was ist los? Nur Scarecrow. Hol sie von mir runter! Hol sie von mir runter! Help mir! Oh nein! Hilfe! Das ist so. Ja. Joker, wir wollen lieber Harley im String sehen. Was ist los? Sei mal nicht so. Ja, jetzt laufe ich schon wieder weiter. Nee, Leute, reicht jetzt. Die Folge ist definitiv lang genug. Und ja. Vergesst die Bewertung nicht, Leute. Wenn ihr mehr sehen wollt von Batman, solltet ihr das tun, auf jeden Fall. Und ich hoffe, ihr hattet ein bisschen Spaß. Ja? Würde mich freuen, wenn ihr Spaß habt, weil dann habt ihr euch gefreut und dann habe ich mich auch gefreut und dann ist es doch alles voller Freude. Vergesst nicht das Credo der Glücksbärchis. Einfach glücklich sein. Okay? Wir sehen uns beim nächsten Mal. Oder hören uns. Je nachdem. Haut rein. Tschüss.